Die wahre Bedeutung von Karma. Die 12 Gesetze verstehen lernen. Spielregeln der Unendlichkeit. Ein derart umfassender, gewaltiger und noch dazu unendlicher Komplex wie die Schöpfung braucht entsprechende Rahmenbedingungen. Selbst wenn es stimmt, dass das Universum aus dem Chaos entstanden ist, so darf dieses nun nicht mehr weiter regieren. Strenge Regeln und Gesetzmäßigkeiten sind vonnöten, um dieses Konstrukt, das wir Welt oder Leben nennen, am Laufen zu halten. So wie die Straßenverkehrsordnung dafür sorgt, dass unser Vorwärtskommen in einigermaßen geregelten Bahnen verläuft, so gibt es auch für das Universum eine Art Wachdienst, der für Ordnung sorgt. Wir kennen diesen als Karma. Es ist unsterblich, unbestechlich, immerwährend und omnipräsent. Wir möchten dir in unserem heutigen Podcast 12 Gesetze des Karma vorstellen, nach welchen wir im Idealfall unser Leben ausrichten sollten. Nummer 1. Das Gesetz der Hingabe. Demut ist eine der wichtigsten Zutaten für ein Leben in Harmonie mit dem Universum. Wir sind alle die Schöpfer unserer eigenen Realität und Persönlichkeit. Die Welt anzunehmen, wie sie ist, und gleichzeitig immer den Hut vor ihrer Einzigartigkeit zu ziehen, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, wenn wir mit unserem Karma im Reinen sein möchten. Nummer 2. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Dieses gilt als eines der universellen Gesetze und hat daher ganz besonders unsere Aufmerksamkeit verdient. Seine Kernaussage ist simpel. Jede Handlung, die wir tätigen, jede Aussage, die uns über die Lippen kommt, und jeder Gedanke, den wir fassen, haben eine Auswirkung auf unser Leben. Kein einziger Atemzug bleibt demnach ohne Konsequenz, wie der viel zitierte Flügelschlag des Schmetterlings. Nummer 3. Das Gesetz der universellen Verbundenheit. Karma ist unendlich. Es kennt keinen Anfang und kein Ende. Es war immer schon da und wird auch immer da sein. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind so sehr miteinander verwoben, dass Zeit im Grunde genommen bedeutungslos wird. Selbst dieses Leben, das wir jetzt führen, ist ein Produkt aus einem früheren und wird sich unmittelbar auf unser nächstes auswirken. Jeder Mensch, jedes Tier, jeder Baum und jeder Wassertropfen auf dieser Welt stehen miteinander in Verbindung. Es gibt nichts und niemanden, der völlig losgelöst vom großen Ganzen existieren kann. Nummer 4. Das Gesetz der Fokussierung. Wer auch immer Multitasking erfunden hat, Karma war es nicht, im Gegenteil. Das Gesetz der Fokussierung oder Konzentration besagt nämlich, dass wir unsere Ambitionen auf nur ein Ziel im Leben ausrichten sollen. Der menschliche Verstand ist nicht angelegt, um mehrere Eisen gleichzeitig und vor allem gleich gut zu schmieden. Gib alles für eine Sache, dann wird dir der Erfolg gewiss sein. Nummer 5. Das Gesetz der Schöpfung. Wir selbst und niemand sonst sind verantwortlich für das, was wir aus unserem Leben machen. Wir erschaffen es Tag für Tag oder eben auch nicht. Wenn du unglücklich bist mit deiner Situation, überlege, welche Schritte dich aus diesem Dilemma heraus und in eine bessere Ausgangslage bringen können. Erfolg hat laut Karma 3 Buchstaben. Tun. Nummer 6. Das Gesetz der Gegenwart. Wir leben im Hier und Jetzt. Dieses Dasein ist zwar, wie bereits erwähnt, untrennbar mit der Vergangenheit und Zukunft verwoben, trotzdem sollte unser Augenmerk immer auf den Moment gerichtet sein und nicht nach links oder rechts, gestern oder morgen abdriften. In diesem Gesetz ruht die Aufforderung des Universums, Achtsamkeit zu praktizieren. Wem es gelingt, im Augenblick zu leben und alle seine Sinne auf jeden Wimpernschlag seines Daseins zu konzentrieren, kann wahren Seelenfrieden erfahren. Nummer 7. Das Gesetz des Wandels. Veränderungen sind nicht nur unaufhaltsam, sie stehen auch stellvertretend dafür, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln. Wenn du hingegen feststellen musst, dass die Geschichte sich immer und immer wieder wiederholt, dann hast du deine Lektion noch nicht gelernt. Das Universum lässt sie dich so lange durchexerzieren, bis du sie verstanden hast. Wenn du dich hingegen am Scheideweg befindest, bahnbrechende Veränderungen durchlebst und ganz neu beginnen kannst,
hast du die nächste Stufe Richtung Ziel erreicht. Nummer 8. Das Gesetz der Entfaltung. Wir sind nicht auf dieser Welt, um in Lethargie und Schockstarre darauf zu warten, bis unser Leben vorbei ist. Der Sinn unseres Daseins wäre es sehr wohl, uns beständig zur bestmöglichen Version von uns selbst weiterzuentwickeln. Wenn du eine Veränderung in deinem Leben erzielen möchtest, musst du allerdings bei dir selbst beginnen. Diesen Job kann dir niemand abnehmen. Nummer 9. Das Gesetz von Investition und Gewinn. Das klingt erst einmal sehr wirtschaftlich, meint aber im Grunde nur, wir werden erst belohnt, wenn wir vorher dafür eine Leistung erbracht haben. Nummer 10. Das Gesetz der Großzügigkeit. Karma sieht alles und vergisst nichts. Jede kleinste Geste des Entgegenkommens wird notiert und uns für unser nächstes Leben gutgeschrieben. Ganz in diesem Sinne etwa können auch viele Weisheiten des Buddhismus, des Talmud und der Bibel verstanden werden. Zahlreiche Gleichnisse aller großen Religionen und spirituellen Richtungen sehen das Geben als zentrales Element für ein glückliches Leben. Gerade die Gastfreundschaft, das Aufnehmen und Bewirten von Fremden und Hilfe für all jene, die in Not geraten sind, bilden zentrale Elemente jeder der großen Weltreligionen. Wer Mitgefühl gegenüber Menschen und Tieren zeigt, hat dieses Gesetz schon erfüllt. Nummer 11. Das Gesetz der Verantwortung. Karma sieht es nicht gerne, wenn wir versuchen, die Schuld auf andere zu schieben. Das Gesetz der Verantwortung ist nicht verhandelbar. Wir sind die Schöpfer unseres Glücks und unseres Leides gleichermaßen. Niemand außer uns hat die Fäden in der Hand, was wir aus diesem Leben machen möchten. Wer für seine Taten einsteht, wird außerdem schneller aus seinen Fehlern lernen. Wer hingegen niemals erwachsen werden möchte und sich konstant hinter seinem Unglück oder seinem miesen Schicksal verstecken will, wird das Leben niemals genießen können, weil er es nicht verstanden hat. Nummer 12. Das Gesetz der Intention. Mit welcher Absicht handeln wir? Tun wir Gutes, nur um gut dazustehen? Sind wir großzügig, weil wir uns selbst Vorteile davon erhoffen? Richten wir bewusst Schaden an, um uns in eine bessere Position zu manövrieren? Karma hat nicht nur ein Auge auf das Ergebnis. Auch der Weg zum Ziel ist entscheidend dafür, wie unsere Performance in diesem Leben bewertet wird. Umgekehrt dürfen wir aber auch erleichtert darüber sein, dass Unglücksfälle und Fehlschläge, die sich aus keinerlei bösen Absicht heraus ereignet haben, uns nicht angelastet werden. Karma kann man gut oder schlecht finden, das macht ihm nichts aus. Es wird weder seine Arbeit beeinträchtigen, noch seinen Modus operandi ändern. Das Winning Team Gott oder Universum plus Karma lenkt die Menschheitsgeschichte schon so lange, dass am Erfolgskonzept eigentlich kein Zweifel mehr besteht. Im Grunde genommen reicht es völlig aus, die 12 Gesetze auf einen einzigen, gut gemeinten Ratschlag zu reduzieren. Schade niemandem und hol für dich selbst das Beste aus deinem Leben heraus. Hab Vertrauen darauf, dass dein Daseinszweck nicht das Leiden ist, sondern die Freude. Der Schlüssel zum Glück allerdings liegt in dir selbst. Diesen in die Hand zu nehmen und die Tür in eine bessere Zukunft aufzuschließen, kann dir niemand abnehmen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben